In letzter Zeit habe ich öfters Kommentare bekommen, dass ich doch mal wieder mit Hochstrom experimentieren soll. Wie man eventuell sieht, habe ich den Hochstromtrafo jetzt dann noch leicht umgebaut. Also eine neue Sekundärwindung, einen stärkeren Draht eingezogen, vernünftige Klemmen, also ordentliche Schrauben da montiert. Beim letzten Video waren das ziemlich kleine Schrauben und die waren da auch nur irgendwie billig aufgeklebt. Jetzt sind sie wirklich im Holz drin, wirklich stabil. Da unten auch das Kupfer von dem Draht ein bisschen zusammengelötet und ja, also ein bisschen stabiler aufgebaut das Ganze jetzt. Durch die eine Windung, die ich weniger habe, habe ich jetzt noch eine niedrigere Spannung, werde ich gleich zeigen, und dann habe ich das Ganze am Stelltrafo. Hier sieht man die Spannung auf der Primärseite, drehe ich mal auf 230 Volt drauf. Und wie man hier sieht, 2,85 Volt AC. Also knappe 3 Volt im Leerlauf an Netzspannung. Durch den Stelltrafo bin ich jetzt in der Lage, natürlich das ein bisschen feiner zu dosieren. Und ja, wie ich beim letzten Mal schon angemerkt habe, es ist natürlich bei Hochstrom ein bisschen schwierig, weil man braucht Sachen mit extrem niedrigem Widerstand. Darum sind die Experimente etwas einseitig. Diesmal habe ich aber mehr Leistung und kann wohl doch auch ein paar spannendere Sachen bringen, hoffe ich. Diesmal habe ich eine 3 mm dicke Eisenstange eingespannt und ja, ich würde sagen, fahre ich einfach mal mit der Spannung hoch. Gut, diesmal habe ich wieder eine Schraube eingespannt, diesmal eine etwas stärkere als beim letzten Mal. Ich habe auch mehr Leistung zur Verfügung. Diesmal habe ich einen kleinen Imbusschlüssel reingehängt und fahre gleich mit voller Netzspannung rein. Ich könnte ihn wohl durchglühen lassen. Kabelerwärmung ist noch in erträglichen Bereich, aber ich glaube, ich sollte diesmal doch lieber irgendwas aufs Holz legen, sonst brennt mir das noch weiter ab. Gut, also das Ganze nochmal, diesmal mit einem improvisierten Stück Blech. Okay. Er glüht ziemlich hell, aber zum Durchschmelzen ist er wohl noch zu schwach. Dennoch eine beachtliche Leistung. Gut, gehen wir eine Nummer größer. Diesmal gehe ich mit einer ziemlich dicken Schraube hinein. Glüht auch ordentlich, also durchschmelzen kann ich so dicke Metalle natürlich nicht mehr, aber mal ordentlich zum Glühen bringen. Als nächstes versuche ich es dann mit so einem Nagel, also so richtig dick. Ja, gebe ich mal Strom. Und merke, dass ich irgendwie keine Verbindung hinkriege. Ich gebe noch ein bisschen mehr Spannung. Hoppla. Ich glaube, da ist uns die Isolierung aufgeschmolzen. Gut, demnach hat meine Unvorsicht dieses Video jetzt vorzeitig beendet. Dementsprechend kaufe ich eben einen noch stärkeren Draht als Sekundärwindung und ja, muss irgendwann nochmal Hochstromvideos drehen. Gut, bis dahin bedanke ich mich mal fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.